Geisel 310 für Geisel. Bombe, Bereich sichern. Was für ein geiler Tag. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Die Work von Tatjanka haben sie nur gemacht, weil der wohl auch so viele Probleme hat mit Glitches und. Der wurde aber kein einziges Mal gesperrt. Nee, aber da Clash so viel Ressourcen frisst an Leuten und so, haben sie das bei Tatjanka vorsorglich auch gemacht, weil der wohl auch Probleme hat. Wir haben jetzt übrigens wieder einen Geisel-Hattrick. Dreimal hintereinander Geisel. Ähnlich. Das gab es in den letzten 2 Jahren nur 2 Mal. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Schändlich. Nicht die Luke, du blöder Mozi. Oh, die muss zugemacht werden. Nein, die ist schon offen. Ja, zumachen. Die Luke von unten zumachen. Kein Problem. Unser Leiteroperator, wenn man die mal braucht. Ja. Luken zumachen, obwohl die schon offen sind, das wäre cool. Einfach ein Operator, der das kann. Ich verstehe nicht, warum man da die gute Luke aufmachen muss. Noch weniger zum Verteidigen. Gegnerdrohne hat Geisel lokalisiert. Stellung sichern und Angriff abwehren. Kamera aktiviert. Böses Auge ist bereit. Naja, lassen wir es mal so. Das ist so eine schöne Position, da wo die Luke ist. Zum Verteidigen. Beide Fenster offen, Hawkeye, beide großen. Na, scheiße, wo hab ich die Kamera? Nein, nee. Ist rausgeschmissen? Ja, aber es war Absicht, aber nicht da, wo sie liegt. Hinter einer Mauer, direkt dahinter. Drohne fährt rein. Nee, leider keine Mauer. Hier ist eine Kamera. Drohne fährt weiter. Hier ist auch jemand an der Treppe, Hawkeye. Beim Spielzimmer. Kameratreppe kaputt. Ja, ich rutsche hier entdeckt. Seraphina, bitte das böse Auge gucken bei der Treppe draußen. Noch am Leben. Vor der Bibliothek. Achso. Hast du nicht gerade gesagt Scheiße? Ich dachte, du bist gestorben. Nee. Was? Von der Leiter draußen? Nee, IQ schon. Hier hinten, Treppe. Bibliothek. Nein, check den. Ich markiere Chakal. Was? Wie der mich fliegen? Scan steht direkt bevor. Ich starte den Timer. Eigner Truppe eliminiert. Mission gescheitert. Scheiße, habe ich deswegen gesagt, weil Leon mich auf dem Schirm hatte. Ach so. Falsch gedeutet. Ich glaube, in dem Moment ist auch jemand gestorben. Habe ich auch nicht weiter hingeguckt. Aber ich war's nicht. Ich habe einen mit dem Tor gekillt. Ich mache jetzt schnell mal die Luke zu. Ich hoffe, ich falle nicht runter. Ja, aber die Außenkamera, die von mir, die landete in dem Schneemobil. Im Schneemobil? Ist die Scheibe kaputt gegangen oder hast du durch eine Tür geschossen? Dann wird die Scheibe. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Ich breite die Nadeln vor. Mach sie nicht zu. Jetzt ist es zu. Fertig. Cool. Schild aufgestellt. 10 Sekunden noch. Neue Übertragung. Stacheldraht. 5 Sekunden noch. Gegnerdrohne hat Geisel lokalisiert. Stellung sichern und Angriff abwehren. Oh, wer macht denn die Tür zu? Entschuldigung, das war ich. Bau auf. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Bau.
Backup kann nehmen wir nicht, gut. Ah, blöde Geisel. Lege Willkommensmatte aus. Aha. Ich lade nach. Au. Geisel ist verhindert, behindert, behindert. Verhindert. Scannen unterwegs. Ash, haben sie noch? Geisel wurde vom Eisendruck stabilisiert. Hm. Haben wir die umgeschossen? Nee. Die haben eine Granate reingeworfen. Dann hätten die ja wieder beleben müssen. Nein. Feindlicher Scan steht bevor. Die haben die vorhin auch wieder wiedergefunden. Granate zur Geisel. Wiederbeleben verhindern, Hocker. Nicht aufstehen, da steht verhindern. Jemand drin, Fenster groß. Bei der Leiter. Das ist hinten am großen Fenster gewesen. Ja, aber wir haben die vorhin auch die Gegner stabilisiert. Das wusste ich nicht, da dachte ich, das wäre ein Gegner. Aber jetzt stand auf jeden Fall verhindern. Und ich glaube, beim ersten Mal, dass du wiederbelebt hast, auch. Frag mich ja, auch, warum. Wir waren jetzt alle tot. Die mussten wiederbeleben. Ich guck mir das in der Aufnahme nochmal an, was bei der ersten Geiselverletzung stand. Ich bin der Meinung, dass wir die auch wieder. Aber es wäre auch ganz schön beknackt, wenn wir die wiederbeleben können. Nur ums Können geht's jetzt, wenn der Gegner die verletzt. Ja, wir können alle wiederbeleben. Gegner und Angreifer und Verteidiger. Hm. Können alle. Können alle. Dann mach doch sowas nicht. Wir müssen die Geisel zurückholen. Hast du das Ziel wieder beschossen? Ich bin halt der Meinung, dass die vorhin, als die Angreifer waren, auch von uns wieder geschossen wurden. Küche. Oh, hier, ja, Küche. Oh Gott, Matzi. Oh, und Jäger. Puh. Und Kamera. Die Geisel wurde lokalisiert. Motzi und Jäger, nur noch Jäger und ein Fragezeichen. Nein! Das Feuer nicht, Seraphin, und das hat Hocker letztens auch schon. Bei Freizeitpark war kein echtes Feuer im Kamin, oder? Ja, okay. Ich habe das hier probiert, auf der Map, glaube ich. Achso, auf der war das okay. Einsatz in 5 Sekunden. Schon auf Freizeitpark ist das nicht echte Feuer. Das Pappfeuer. Aber echte Feuer darfst du mit der Drohne nicht angreifen. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt probiert hatte, aber das. Wechsel Magazine! Nicht weiter. Hier geht schon Glas auf. Ja, es war von am uns Bad, okay. Das ist von uns. Gut. Du hast gesagt, wo es ist. Termit, lass den Scheiß. Alibi haben sie noch. Mein Prisma. Okay, Alibi und Jäger. Halt dich mal. Wieso? Kannst du selbst spielen, oder? Seraphina. Hier ist jemand Seraphina vor uns im. Tod. Eins zumindest. Ich weiß nicht, ob es zwei waren. Alibi und Jäger sind tot. Noch eins hier oben. Selbst spielen, ja genau. Ich brauche aber immer... Kaschle. Na, bring ihn doch mal selbst um. Also Kaschle ist oben Hauptschlafzimmer, über der Geisel. Der Garage ist Motzi. Mann, ja, ist doch gut. Der dürfte doch bald keine Schüsse mehr haben. Der hat schon die Fenster aufgeballert. 102 hat er nur. Weiß ja nicht, was er da so lange rumballert, ey. Und sollen sie woanders reingehen?
Gleich muss er wieder nachladen. Ah, ja, ne, spiel da nicht so viel rum mit der Kamera. Spezielle Ladung. Ist da rausgehüpft gleich, nachdem er aufgemacht wurde. Der ist in der Küche am Küchenloch. Nicht, dass er oben auf dem Kühlschrank sitzt, das ist wie letztes. Oh, knapp daneben, hast du es gesehen? Neben der Claymore markiert. Neben der Claymore, du Typ. Ach, der ist schon weg, okay. Bring's um. Jawohl. Gegner neutralisiert, eigener Druck. Hat der ein Schwein gehabt, der Gegner? Claymore wurde platziert und der stand direkt daneben. War aber Mutzi. Gegner. Was, Jäger gesehen? Nein, Gegner. Jäger. Selbst. Genau gehört. Ups. Den macht etwas mehr Schaden, schießt etwas schneller, aber hat viel weniger Schuss. Ich glaube direkt in der... Ah, ich habe die Klippen noch ausgewählt, da kann ich noch ändern. Ich glaube, direkt in der Garage geht nicht, aber Weinkeller geht als Geisel. Ihr müsst die Geisel finden. Ich guck mal Keller. Sauber. Hm. Küche. Ich möchte einen Operator wechseln. Holzsammlung. Und Kärchenmann. Ein Fragezeichen. Ich hab die Geisel doch gesehen, verdammt. Lügst doch bestimmt. Gesichtet. Ja, bei mir wurde die aber auch erst sehr spät jetzt angerechnet. Einsatz aber immerhin. In 10 Sekunden. Ach Quatsch. Wie immer. Ich kann schon mal. 5 Sekunden bis Einsatz. Mein Operator ist nicht wechseln. Hocker, jedem unterstützt, dass der Schummel. Sichtkontakt mit Geisel. Auch schon bei Battlefield 4. Evakuierung eingeleitet. Die Schummel. Dann da auch noch rummotzen. Kessel hat oben das Bad zugemacht. Guck, Luca, Sophia. Serena, guckst du bitte die Tür? Die mach ich ganz. Okay, ich lass es. Was, ich kann mir vorstellen, dass die Luke auf. Okay. Du hast ihn aber auf jeden Fall hier unten gesehen, nicht durch die Luke, ja? Nee, nee, das ist. Sprengladung aktiv. Hat er dich? Ja. Der sitzt in der Garage. Aber es kann sein, dass er von der Luke runtergesprungen ist. Auf jeden Fall sitzt er unten. Jetzt ist er tot. Okay. Ich dachte, er wäre in der Ecke, dann hast du bloß hingeschossen. Kastler Hauptschlafzimmer zuletzt. Vorsicht, Willkommensmatten. Im Keller ist noch jemand, Weinkeller Kaschle jetzt. Kaschle habe ich. Ah.
Einladung ist vorbereitet. Eine Matte ist weg. Zwei Matten sind weg. Gut. Im Gang. Nur noch einer vom eigenen Trupp. 15 Sekunden übrig. Eigener Trupp wurde eliminiert. Das ist doch lächerlich, ey. Ja, genau. Da war die letzte Matte. Die habe ich kaputt gemacht. Ich finde die, in Anführungszeichen, Zweitwaffe von Sophia neben dem LMGE zwar auch in Ordnung, aber ich sehe da keinen wirklichen Vorteil darin, die Waffe zu spielen. Ja, sie kann auch schneller nachladen, aber das LMGE muss doch erstmal leer schießen und du kannst halt nicht so schön Dauerfeuer geben. Fast so viel Schaden, fast so hohe Feuerrate. Ich bleib beim LMGE. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.